Hallo, mein Name ist Inga Vengerova. Ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Heute wieder ein Video. Wir lernen als Erwachsene, freie, starke, unabhängige Menschen zu denken. Heute ist das Thema unsere Erwartungen an die anderen und an die Umwelt allgemein. Was sind Erwartungen? Erwartungen haben Menschen, die in einer Familie aufgewachsen sind, in der diesen Menschen nicht beigebracht wurde, wie ein freier, unabhängiger, erwachsener Mensch denkt. Ein freier, unabhängiger, erwachsener Mensch erwartet nichts von seiner Umwelt. Seine Eltern haben ihm gesagt: Kind, glaube an dich. Wenn Menschen für dich was tun, freue dich, sei dankbar, nimm das als Geschenk an, aber erwarte nichts. Alle Erwartungen machen dich unglücklich, denn du wirst Enttäuschungen erleben. Überleg dir lieber, wie du deine Ziele erreichst und erwarte nicht, dass die Umgebung das für dich tut. Und so schauen wir uns jetzt eine Situation an. Ich dachte erst eine Situation mit dem eigenen Partner, also wenn jemand einen Partner hat, Erwartungen, die oft zum Beispiel Frauen an Männer, an ihre Partner stellen, das ist sowieso so eine Wunderwelt. Ich weiß nicht, aus welchem Märchen diese Erwartungen kommen. Wir nehmen jetzt etwas Neutraleres. Ein Arbeitsplatz und du hast okay, du bist eine Frau und du hast einen Kollegen. Und dann schauen wir mal, welche Erwartungen irgendwelche Frau an irgendwelchen Kollegen, Arbeitskollegen haben kann. Zum Beispiel, er soll nett sein zu ihr, er soll sie immer unterstützen. Also sofort merken, oh, da hat sie Schwierigkeiten, zu ihrem Computer rennen und ihr helfen. Nicht zum Chef rennen, wenn was nicht klappt. Nicht kauen am Arbeitsplatz. Nichts essen. Keine Cola trinken, denn Cola ist ungesund. Eine schönere Stimme haben. Aber der Kollege raucht vielleicht oder hat vielleicht mit seinen Stimmbändern Probleme. Aber das nervt dich. Und dann, er soll dich immer anschauen, dir in die Augen schauen. Er soll dir Komplimente machen. Er soll sich immer freuen, wenn du ins Zimmer reinkommst. Das sind deine Erwartungen. Die werden natürlich nicht erfüllt. Und das frustriert dich täglich. Und am Ende des Tages bist du ausgelaugt, bist depressiv. Bist sauer auf diesen Kollegen und die Welt schaut auch alles grau aus und die Welt ist nicht zu gebrauchen. Okay, das ist die Denkweise eines Kindes. Ein Kind, das ungünstig aufgewachsen ist, das nicht gelernt hat, dass die Erwartungen nur Unglück bringen, nur Unzufriedenheit mit sich ziehen. Denk so, das Kind erwartet immer noch, dass die Welt etwas tut, dass die Welt sich so verhält, wie das Kind das erwartet. Aber die Welt ist nicht dafür da, deine Bedürfnisse zu befriedigen und nicht dazu da, um so zu sein, wie du das erwartest. Noch mehr, niemand schuldet dir etwas. Niemand muss für dich was tun und die Umwelt, das Leben selbst schuldet dir gar nichts und muss für dich nichts tun, nichts. Niemand ist irgendwie verpflichtet, wenn wir karmische Beziehungen jetzt aus der Betracht rausnehmen. Da gibt es verschiedene, zwischen den Seelen gibt es irgendwelche Sachen, die man begleichen soll oder nicht soll, das lassen wir jetzt draußen. Also, das ist jetzt ein irdisches Thema. Menschen, die Depressionen haben, Suchtprobleme, Angststörungen, alles Mögliche. Das sind ja Menschen, die ständig irgendwas erwarten, die diese utopischen Erwartungen an ihre Umwelt haben, an ihre Freunde, Kollegen, Partner. Aber, liebe Leute, diese Erwartungen haben nichts mit dem realen Leben zu tun. Kommen wir zurück zu diesem Arbeitskollege. Warum kann er diese Erwartungen nicht erfüllen? Der kann vielleicht gar nicht nett sein. Man weiß nicht, wie er aufgewachsen ist. Vielleicht hat sein Vater ihn verprügelt, bis es nicht mehr geht. Vielleicht hat er keine Empathie gelernt. Oder, mein Gott, das ist ein ganz anderer Mensch, ein anderes Universum. Der kann das vielleicht nicht. Dich unterstützen. Vielleicht kommt er gar nicht auf die Idee, dich zu unterstützen. Er hat das nicht gelernt. Nicht zum Chef rennen. Vielleicht ist er gewohnt, in der Schule immer zum Direktor zu rennen, wenn was passiert war. Man weiß nicht, was in einem Menschen vorgeht. Keine Cola trinken. Warum darf er keine Cola trinken? Er darf alles. Sollte dich anschauen. Das ist alles nur ein Beispiel. Ich möchte niemanden beleidigen, um Gottes Willen. Warum soll er dich anschauen? Es gibt sehr viele Menschen, die eine Sozialphobie haben, die haben Angst, einem Menschen in die Augen zu schauen. Er kann das nicht. Komplimente machen, wer kann das noch? Es gibt wenig Menschen, die das noch nicht verlernt haben. Lächeln, wenn er dich sieht. Der ist mit sich selbst vielleicht total unzufrieden, vielleicht ist er depressiv, vielleicht ist er einfach ein sehr unglücklicher, ängstlicher Mensch, vielleicht hat er keine Glücksgefühle überhaupt nicht. Also du siehst, das ist alles absolut absurd, was du von diesem oder jenem oder noch irgendwelchen Menschen erwartest. Diese Menschen dürfen so sein, wie sie sind. Die dürfen alles. Die haben Folgen, die tragen diese Folgen für sich. Aber sie haben ein Anrecht, da zu sein und so zu sein, wie sie sind. Deswegen sind deine Erwartungen eine sehr falsche Strategie, die dich nur unzufrieden, unglücklich, enttäuscht, verbittert sein lässt. Befreie dich von allen Erwartungen. Nimm alles, was für dich getan wird, als Geschenk. Du wirst Glücksgefühle erleben. Wie ich, wenn jemand was für mich tut. Menschen tun sehr viel für mich. Es ist jedes Mal ein Glücksgefühl, jedes Mal eine unglaubliche Freude, denn ich nichts erwarte. Ich habe früher immer was erwartet. Früher, ich wusste das gar nicht. Aber jetzt weiß ich, alles, was ein Mensch für dich tut, für mich tut, ist ein Geschenk. Er muss nicht, niemand muss irgendwas tun. Du bist frei. Absolut frei. Niemand muss irgendwas. Du musst auch nichts in Wirklichkeit. Alles, was wir füreinander tun, tun wir aus Liebe, aus Lust. Und das sind Geschenke von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ist das nicht wunderbar? Das war mein Message an dich. Denk darüber nach und wenn ich jetzt mit jemandem arbeite in dieser Richtung, psychologisch, machen wir alles schriftlich. Blabla bringt gar nichts, ganz ehrlich. Das Video ist nur informativ. Denn nur wenn die Hand sich bewegt, wenn wir was ausschreiben, verändern sich Neuronen in deinem Gehirn. Das heißt, nur so kannst du von diesen Erwartungen wegkommen. Weil dieses Programm ist ja hier im Gehirn. Du erwartest immer noch unbewusst. Erst muss man seine Erwartungen alle aufschreiben. Man weiß gar nicht, was man da alles drinnen hat. Und dann überschreibt man die. Okay, ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Sei frei, sei erwachsen, sei zufrieden mit dir und mit deinen Mitmenschen. Lass die sein, so wie sie sind. Und erlaube diesen Menschen, sich so zu verhalten, wie sie wollen. Und erlaube auch dir, so zu sein, wie du bist. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Deine Inga.